Hallo zusammen, ich habe hier einen Auszugskühlschrank von Vitrifrigo, den DW100RF in Chromstahlausführung. Es gibt noch eine Tiefkühlversion, würde ich euch nicht empfehlen, aber als Kühlschrank, wir haben ein massives Gitter drin. Wir haben hier ein Gittertablett zum Rausnehmen oder auch nach hinten schieben. Und wir können 1,5 Liter Flaschen reinstellen. 100 Liter Nutzvolumen. Die Bedienung erfolgt hier oben über das Standarddisplay von Vitrifrigo. Wir haben einen Kühlschrankkompressor Bede 35F, also ein ganz normaler Standardkompressor. Beim Tiefkühler wird ein 50er verbaut, aber der ist zu schwach, um das Teil auf minus 18 Grad runterzubekommen. Wir haben eine halbautomatische Abtauung, das heißt, wir haben hier einen Schlauch, den muss man außerhalb vom Fahrzeug leiten, dass das Kondenswasser hier ablaufen kann. Von den Maßen her, wir haben ein Lochmaß von 54 mal eine Höhe, Lochmaß von 51,5. Außen über den Rahmen komplett gemessen ist es 85,7 und hier über den Rahmen, der liegt hier oben noch separat. Mit dem unteren Rahmen sind wir bei 56 cm und wir brauchen eine Einbautiefe von 65 cm. Das Aggregat hat hier jetzt bei der Grund-Originallieferung eine Länge von gut 1,2 Meter. Das reicht zum Nebenhinstellen, unten hinstellen, auf die Seite oder sogar mit einem Aggregatbefestigungswinkel an die Rückwand. Direkt hier montieren, dann kann ich das als eine Einheit ins Loch schieben. Zur persönlichen Einschätzung, ich habe schon ein Video gemacht, verlinke ich euch in der Endcard. Da ist noch der große Bügel, hier ist jetzt so ein Schnappverschluss, das heißt die Türe ist bündiger als wenn der Türgriff vorsteht, sonst ist es alles Chromstahl, die Auszüge sind Chromstahl. Es ist ein interessantes Kühlgerät für Boote bzw. auch in einem Wohnmobil auf Bodenhöhe, dass ich die Flaschen unten rausnehmen kann. Momentan liegen wir bei der Lieferfrist. Wir haben zwar im Vorlauf, heißt das so schön, zurzeit kein Stück mehr am Lager. Und wir haben Lieferfristen von ca. 35 Wochen. Also wenn ihr Interesse habt an solch einem Gerät, frühzeitig melden, frühzeitig uns melden. Preislich haben wir jetzt Mitte Mai wieder eine Preiserhöhung bekommen. Das ist jetzt der Preis Mitte Mai, also zurzeit. Ich weiß nicht, was geht, aber ich denke, wir kriegen weitere Preiserhöhungen durch. Fragt an, wir machen euch ein Angebot, auch genau mit der Lieferfrist. Sonst ein interessantes Gerät, vom Stromverbrauch her wird das mit 25 Watt angegeben, also ist relativ hoch für so ein großes Gerät. Aber ich sage mal, auf einer großen Yacht oder einem großen Wohnmobil mit richtig Stromversorgung spielt das eine sekundäre Rolle. Ja, eben. Ich verlinke euch hier oben das Video, ein altes Video mit dem gleichen Gerät, mit dem alten Bügel. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.